Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute gibt es einen Vlog mit Romeo. Ich habe gerade gegessen. Nadeltaschen mit Ei. Und das ist ein Adventskalender, den mir mein Papa geschenkt hat. Und ja, ich lerne hier gerade noch ein bisschen Bio, weil morgen schreiben wir halt. Ja, so irgend so ein Scheiß, Synapsen und so. Und ich gucke jetzt gerade nebenbei, ich kann es nämlich nicht immer, aber ich gucke jetzt gerade Der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann und Koga G. Ich liebe es. Auch wenn ich schon fast 16 bin, gucke ich es immer noch. Ich gucke es echt, ja, sehr lange. Ja, und da ist Romeo und ich nehme euch heute auch mal durch den Abend. Das habe ich halt noch nie gemacht. Ja. Ja, und da ist die Luna und bei uns ist es sehr unaufgeräumt. Aber ja. Und hier ist die schöne Deko, die meine Mama dekoriert hat. Ich finde es voll schön. Ja. Genau, und vielleicht räume ich morgen mit euch zusammen auf. Und da ist so ein schöner Reh. Ja. Und die beiden haben schon gegessen. Und in 4 Tagen ist schon der Hunde, die Hundemesse und ich freue mich richtig arg. Das ist mein Adventskalender und ja, 1, 2, 3 und der ist jetzt fertig und ja, wir haben da so Zahlen auf die Geschenke geschrieben und das war, ist mein Adventskalender und ich gucke jetzt gerade Hund, Katze, Maus und da ist Romeo und da Luna. Wir gehen jetzt unser Abendspaziergang. Wir haben hier so ein Gerüst aufgebaut, direkt vor der Haustür. Deswegen muss man sich immer ducken. Hier zwei. Stinkers. Seht ihr, es glänzt. Es ist schon gefroren, unser Auto. Und unser anderes Auto ist noch viel mehr vereister. Das sieht richtig cool aus. Lucy ist auch noch da. Wir haben sie gerade getroffen. Lucy! Luna macht Freudensprünge. Ja, Luna, komm. Luna hat ihr Leuchterhalsband an und Romeo auch sein grünes, aber seins ist nicht so gut. Und Lucy hat gar keins. Hallo, Lucy. Lucy. Und die vertragen sich alle richtig gut. Luna leuchtet noch. Jetzt sieht man nun auch die grünen und roten Lichter von Romeo und Luna und Lucy sieht man überhaupt nicht mehr.
Und den Mond sieht man auch, der ist richtig schön. Und die Wolken sieht man nicht, aber das sind voll die schönen Wolken. Und da Bäume und Häuser. Und da die Wurzels. Okay, Leuchter. Rum ist Leuchter, also sieht man auch nicht so gut, aber man sieht's. Leute, ich melde mich aus einem neuen Tag zurück und ich muss euch einfach mal was zeigen. Ich habe jetzt die Kiste da ausgeräumt und da waren halt so ein paar alte Geschirre drin und halt auch so Geschirre, die wir für Romeo haben und Halsbänder. Und ja, und das sind alle seine Geschirre und Halsbänder, die er jetzt anhat. Nee, stimmt nicht. Zwei Halsbänder sind noch unten und ein Geschirr, aber das würde eh nicht mehr dran passen. Und, also das ist einmal dieses Kickgeschirr. Das Morphor. Dann das andere von so einer komischen Marke. Dann ein Halfti-Geschirr. Dann dieses grüne. Ich habe es ihm vorhin ohne die Geschirre alle drunter zu haben angezogen. Es passt ihm nicht mehr. Das habe ich ihm am Maß angefertigt. Also das habe ich mal selber genäht. Und es hat ihm wirklich gut gepasst. Und da ist locker eine Hand drunter durch. Also das passt ihm jetzt. Also ich krieg's zu, aber es ist wirklich extrem eigentlich. Ich krieg nicht mal einen Finger mehr drunter. Und dann habe ich noch das Geschirr und dann das nicht mehr leuchtende Trixie-Halsband, Leuchte-Halsband, dann das Biotane-Hantel-Halsband, dann das normale Trixie-Halsband, ein Lederhalsband, nochmal ein Trixie-normales Halsband und sein, ja, Ding. Ihm gefällt es nicht so gut, aber ich finde es einfach, der Anblick ist echt cool. Aber natürlich ziehe ich ihm das jetzt auch wieder aus. Da sind die Hunde und jetzt gehen wir Gassi. Ich habe jetzt das Spielzeug mitgenommen und ich empfehle euch, da immer so eine lange Schnur dran zu machen, weil da kann man viel besser, finde ich, mit spielen. Die haben Partnerhalsbänder an, diese Hunter-Halsbänder. Luna in rosa und Romeo in blau. Romeo, stopp! Romeo, stopp! Wir versuchen es jetzt erstmalig wieder ohne Leine. Ja. Und komm. Luna ist krank wegen dem Spielzeug. Sie will unbedingt das Spielzeug haben. Und bei uns hat es richtig lange geregnet. Wir haben diese Leine dabei. Und da ist Romeo. Und Luna ist hier so krank auf das Spielzeug. Und die Schnur ist gerade abgerissen. Wenn Romeo da ist, sieht es immer so aus. Er liegt immer voll nah an mir. Luna ist jetzt unten und schläft mit meiner Mama auf der Couch. Oh mein Popo. Er hat das Halsband gerade von Luna an, weil meine Mama hat sein Halsband nicht gefunden und sein Geschirr halt auch nicht. Und der Isha, die kleine Dika. Romeo. Mal deine Äuglein, Stinka. Die ist immer so müde. Oh, Stinka. So ein süßer Stinka. Und ich melde mich vielleicht noch später. Mia? Zimmer da. Das sind die beiden Halsbänder. Die sehen echt cool in der Kamera aus. Und das Grüne sieht auch leuchtender aus, ist aber überhaupt nicht so. Also in der Realität sieht man richtig, dass das Rote viel mehr leuchtet. Hallo Luna. Hallo meine Maus. Hallo. Hallo ihr beiden. Romeo. Hallo kleine Stinka. Stinka. Romeo. Jo, du Feine. Da ist Luna. Die ist noch müde. Der Luna, der Romeo. So,
So, ich würde sagen, ich verabschiede mich mit dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute ist der 30. und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und vielleicht sogar auch zwei. Und Abonnent könnt ihr auch gerne werden. Danke, tschüss, bis zum nächsten Video.